Egal ob Lawinenabgänge, Erdbeben oder vermisste Personen. Die Mitglieder der Rettungshundestaffel des Roten Kreuz Salzburg sind seit über 40 Jahren mit ihren vierbeinigen Gefährten erfolgreich im In- und Ausland im Einsatz. Jetzt gib ja Gas. Leiter der Rettungshundestaffel ist Alois Rußegger. Er bildet Hundeführer und Hunde für den Einsatz aus. Unwegsames Gelände darf für die Rettungshunde kein Problem darstellen. Deshalb trainieren sie auf dem Übungsgelände die Fähigkeiten, die im Ernstfall benötigt werden. Uneingeschränkter Gehorsam ist dabei Grundvoraussetzung. Auf einem verfallenen Bauernhof probt die Rettungshundestaffel die Suche nach einer verschütteten Person. Hund und Hundeführer agieren als perfektes Team. Der Hundeführer gibt das Kommando zur Suche und der Hund nimmt sofort die Witterung der verschütteten Person auf. Durch das sogenannte Verbellen zeigt er seinem Hundeführer an, dass er die verschüttete Person gefunden hat. Doch erst nachdem ein zweiter Hund den Fund an gleicher Stelle bestätigt hat, tritt das Bergungsteam in Aktion. Auch Rettungshunde freuen sich nach getaner Arbeit über Streicheleinheiten und werden dann schnell zu verschmusten Schoßhunden.